Hallo ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin mit einem weiteren Review für euch und heute habe ich eine EOFauna Neuheit von 2022 auf dem Review-Tisch stehen und zwar ein weiterer Urelefant von EOFauna, den Konobelodon. Ja, auch eine sehr, sehr, sehr bizarre Urelefantenart, der sich wunderbar einreihen wird zu den anderen Urelefanten, die EOFauna bereits auf den Markt gebracht hat. Doch bevor wir zu diesem sehr bizarren Geschöpf hier kommen, zu diesem Modell, gibt es ein paar Fakten rund um dieses Tier. Konobelodon wurde ursprünglich als Untergattung von Amebelodon geprägt und wurde anschließend in einer Neubewertung von Mastodon Atticus im Jahr 2014 in den vollen Gattungsrang erhoben. Innerhalb von Amebelodontinae ist Konobelodon eng mit Platybelodon und Torinobelodon verwandt. Dieses Tier lebte im Miozän vor etwa 15 bis 10 Millionen Jahren und kam wohl im südlichen Europa, China und Nordamerika vor. Ja, die Informationen rund um Konobelodon sind recht spärlich. Hier auch im Begleitheftchen steht immer noch ein bisschen was drin, leider in Englisch nur. Und wie immer, wie zu allen EOFauna-Modellen, gibt es auch immer noch so eine schöne Sammelkarte dazu mit ein paar Daten zum Tier selbst, ja, also dass es 6,5 Meter lang war, ja, etwa 9500 Kilo wog und alles in allem macht es das zu einem schönen Sammelobjekt, ja, und besonders wenn man schon ein paar Urelefanten hat von EOFauna und ich bin wirklich gespannt, was EOFauna da in dieser Richtung vielleicht noch so auf den Markt bringt. Vielleicht auch nochmal Amebelodon oder gar Platybelodon, wer weiß, lasse ich mich echt überraschen. Würde ich mich sehr freuen, dann irgendwann mal so eine ganze Riege von lauter Urelefanten zu haben. Ja, Mastodon wäre noch so ein Klassiker, das wäre auch noch schön, ja, da noch was von EOFauna zu bekommen, um eine richtig tolle Sammlung von Urelefanten zu haben, alle Maßstab 1 zu 35, wie auch dieses Modell. Gut, schauen wir uns zunächst nochmal die Karte an. Na, hier zeigt es nochmal die Gattung selbst, Konobelodon. Na, dann hier noch so ein paar Facts zum Tier und wie groß es gewesen ist im Verhältnis zum Menschen. Also auch ein anständiger Brocken und hinten wie immer nur das Logo. Dann das kleine Begleitheftchen dazu, zeigt auch nochmal die Silhouette des Modells, ja, und auch nochmal die Größe, Konobelodon Atticus. Dann gibt es nochmal ein paar Facts rund um das Tier in Englisch. Ein paar Facts rund um EOFauna selbst. Ja. Ja, und dann ist es an der Zeit, das Modell selbst vorzustellen. Wir haben hier ein Modell von ca. 21 cm lange und einer Gesamthöhe von etwa 10,5 cm, also gemessen hier oben am Kopf. Und dann sind wir auch schon bei der Ansicht des Kopfes. Auch der wird mit geöffnetem Maul gezeigt. Auch bei dem sind die Details wirklich verblüffend, ja geradezu lebensecht. Auch die Bemalung ist auch noch sehr schön gemacht. Die Details sind wirklich verblüffend, besonders wenn man dann auch ins Maul hineinschaut und oben sieht man dann den Oberkiefer. Dennoch so winzig kleine Zahnreihen, ja, und eine kleine Zunge, alles im Wet Look gehalten. Konobelodon zeichnet sich ja dadurch aus, auch so eine Art Schaufelelefant zu sein, ja, der noch Stoßzähne am Unterkiefer mit dran hat. Ja, dass letztendlich da zwei Paar Stoßzähne bei rauskommen. Ja, vier Stoßzähne insgesamt. Bei dem hier sind die noch recht flexibel. Auch die unteren, ne, kann man biegen. Das ist also recht weich. Der Rüssel ist erhoben und ziemlich stark geschwungen, wie man hier sieht. Alles in allem wieder mal ein sehr fantastisches Urelefantenmodell von EOFauna. Auch so modernen Elefanten nachempfunden und ich denke schon, dass die so ähnlich aussahen. Die Größe der Ohren ist natürlich reine Spekulation. Ob die eher so in dieser Größe waren oder wie bei afrikanischen Elefanten sehr groß, je nachdem
wie heiß es in der Region war, in der er lebte, dann sind die Ohren ja schon gerne etwas größer, weil sie da noch eine Kühlfunktion haben. Ja, der Kopf von Bonobelodon einmal von oben. Der kurze, kräftige Hals. Dann sind wir auch schon beim Körper mit vielen, vielen, vielen Falten hier, wie beim Elefanten, wie wir das halt von heutigen Elefanten so kennen. Und das Tierchen wird im Gehen gezeigt. Und die Details von diesem Modell sind wirklich verblüffend. Genauso fantastisch wie bei den anderen Elefantenmodellen von Eofauna. Das ist einfach sagenhaft, auch hier diese Falte und so. Ne? Diese Lebendigkeit, die dieses Modell hier mitbringt in seiner Gestaltung, ist einfach sagenhaft. Aha, unten drunter steht es nochmal, was das für ein Tier ist. Ne? Conobelodon Atticus von 2022, Eofauna und so weiter mit dem Gütesiegel. Und diese ganzen Hautfalten hier, ne? Das so darzustellen, ist schon verblüffend. Das so herauszuarbeiten, das ist einfach Wahnsinn. Tja, dann sind wir schon bei den Hinterbeinen. Ja, und sieht ja wirklich alles aus wie bei neuzeitlichen Elefanten. Dürften sich da eigentlich so auch kaum unterscheiden. Ja, dann das ausladende Hinterteil, der Schwanz. Das andere Bein. Ja, nochmal ein paar schöne Hautfalten. Ja. Einfach bemerkenswert, also ich bin immer wieder verblüfft, wenn der Hersteller etwas mit so viel Liebe und so viel Detailfreude dann auch produzieren und dann Leuten wie mir so eine Freude machen. Tja, und anscheinend ist das hier auch ein Bulle, wie man sieht, ja. Dann haben wir die Rückenpartie nochmal von oben. Man hat schon einen sehr voluminösen Bauch, klar. Schmale Brust, ausladender Bauch, Kopf und Hals von unten. Die Ohren sind auch nochmal richtig toll gestaltet so, ne? Sogar noch mit ein bisschen mit einem Knick drin. Ist auch noch absolut fantastisch. Und die Augen sind auch noch gut gemacht. Obwohl Elefanten ja eigentlich eher weniger schöne Augen haben. Ne? Wahrscheinlich auch nicht sehr gut sehen können. Aber die hier sind winzig klein und dafür, dass die so winzig sind, sind die verdammt gut bemalt. Ja, also das muss man können, da braucht man eine wirklich ruhige Hand. Ach herrlich, also wie dieses Modell gestaltet, ist einfach Wahnsinn. So verblüffend. Ja, überhaupt schon diese ganze Gestalt mit diesen doch sehr speziellen Stoßzähnen. So eine außerordentlich bizarre Elefantenart. Wozu mögen diese Zähne gedient haben? Hat er damit Rinder abgeschält? Hat er sich teilweise auch von Rinder ernährt? Hat er damit Wurzeln ausgegraben? Was natürlich schwierig ist, wenn ihm diese Dinger da im Weg. Und dann haben wir Conobelodon einmal von der Rückansicht. Man schwingt hier so lässig hin und her. Und dann einmal so in der Vorderansicht, dann in der Gesamtansicht von oben und in der Gesamtansicht von unten.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Das Review zum 2022er Komobelodon von Eofauna, einer weiteren Urelefantenart in der ja inzwischen vierköpfigen Sammlung der Urelefanten von Eofauna, die es bisher so gibt. Ich bin gespannt, was Eofauna da in der Zukunft noch so macht in dieser Richtung. Ich hoffe, da kommen noch viel, viel mehr. Mastodon wäre quasi noch ein Muss und andere Urelefanten. Das wäre wirklich sensationell. Aber ich für meinen Teil klinge mich dann auch schon wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben. Und bye.